Darüber muss William in seinem Tagebuch geschrieben haben. Ich muss dahinter kommen, wie es funktioniert. In sein Tagebuch. Und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror. Let's Play Black Mirror mit mir, King Falke. Und das letzte Mal haben wir ja den Pfandschein abgegeben und haben das seltsame Objekt für hier bekommen. Das Mittelteil. Dann haben wir dann den Schlüssel von Mark, den er uns da gemacht hat, die Modelliermasse. Haben wir dann bekommen, dann haben wir Container aufgemacht, da war die Kleidung von Henry drin, keine Ahnung warum, warum man die weggeschmissen hatte. Dann hat er gesagt, er ist so seltsam schwer oder in der Tasche irgendwas da drin. Dann haben wir mit einem alten schwarzen Turm, kleines Messer, haben wir da aufgeschnitten, dann haben wir hier einen Diamanten drin, dann haben wir das da drauf gesetzt. Und der sagt er ja dazu. Alle Teile greifen perfekt ineinander. Ja, das. Und dann bin ich ja nochmal zu dem Wörter gegangen und der hat mich nochmal einen Schlüssel gegeben. Jetzt habe ich nochmal den kleinen Schlüssel in der Tasche. Und dann hat er auf einmal, Herr Hörmann, endlich unsere Fotos. Hier waren er endlich fertig. Die holen wir jetzt ab. Ich lege die Bilder in Williams Tagebuch. Dann gucken wir da mal rein. Zack. Die Symbole ähneln sich sehr. Nur das Zeichen in der Mitte ist anders. Okay, ja, stimmt. Und hier das Symbol an der Turmwand. Ein weiteres Symbol am Boden. Jo. Okay, ja. Können wir nochmal mit denen reden? Bedanken. Oder ich habe ihm im Moment nichts zu sagen. Okay. Tut mir jetzt mit meinen Dateien bin ich auch irgendwann mal. Man kann jetzt nicht in eine Kirche betreten. Die Kirche ist offen. Der Pater ist eigentlich zurück. Aus seinem Begräbnis. Ne, von sich ja nicht, von das andere Beisetzung. Nach 100 Jahren, das haben wir wieder da und da ist eigentlich die Kirche wieder offen. Wo gibt's denn sowas, dass die Kirche zu ist? Oh, Steintafel. Die Kirche wurde 1230 erbaut, während der Herrschaft von Markus dem Gnädigen. Möge diese Kirche der Gemeinde Seelenheil und Vertrauen in den Herrn bescheren. Markus, ist das hier Markus geworden? Ghetto. Komm da rein. Das Gitter ist abgeschlossen. Okay. Alter. Zum Hinterteil. Zum hinteren Teil, mein Falke. Oh, Kerzenleuchter. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das Licht der Kerzen wird im Bogen reflektiert. Ja. Alter. Seitenflügel sind wir gerade hergekommen. Okay, dann nehmen wir zum Altar. Altar. Oh. Altar. Da steht auf Weatherwick. Auf dem heiligen Altar liegt ein Tuch mit goldenen Stickereien. Aber mehr betrachten wird das sonst nicht. Aufgeschlagenes Buch. Heilige Schriften. Alles Latein. Okay, das kannst du wohl nicht wahr. Beichtstuhl. Hier pflegte ich vor so vielen Jahren nach der heiligen Kommunion zu beichten. Gläubige. Kann man mit die Gläubige reden? Ich will sie nicht stören. Okay. Aber mit Pater Frederick kann man reden. Das stört
insgeheim ja die Gläubigen aber hoch, weil die gerade zusammen reden. Naja. Und dann, Vater Frederick? Und damit redet er. Ja, kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben, aber ich erinnere mich an Sie. Ich möchte Ihnen danken für das, was Sie bei der Trauerfeier gesagt haben. Sie müssen mir nicht danken. Es war das Mindeste, was ich für William tun konnte. Oh, ja, dann reden wir mal über William. Kirche. Okay. Über William reden wir. Pater, ich möchte mit Ihnen über William sprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Was bekümmert Sie, mein Sohn? Ich weiß, dass er oft hierher kam. Ja, genau wie viele andere Leute, die regelmäßig beichten, um ihre Seelen zu entlasten. Aber ich weiß auch, dass er nachts herkam. Können Sie mir erklären, warum? Nun, da Sie es sind, kann ich es wohl sagen. Er hat mich immer wieder gebeten, ihn in den alten Glockenturm zu lassen. Er war so hartnäckig, dass ich am Ende seine Bitte erfüllt habe. Haben Sie eine Ahnung, was er dort gesucht hat? Nein, habe ich nicht. Er wollte alleine sein und das habe ich respektiert. Er blieb immer lange dort. Wenn er ging, war er jedes Mal völlig erschöpft. Okay. Mehr weiß ich wirklich nicht. Die Kirche. Ich habe gehört, dass man vor langer Zeit hier auf dem Dachboden Ketzer hingerichtet hat. Den Chroniken nach fanden die Prozesse genau über der Stelle statt, an der wir jetzt stehen. Ein seltsamer Standort für eine Kirche, finden Sie nicht? Es war Marcus Gordon, Ihr Vorfahr, der die Kirche hat erbauen lassen. Er wollte wenigstens teilweise die Sünden und Ungerechtigkeiten wiedergutmachen, die hier stattgefunden haben. Okay. Ich glaube, er hat den richtigen Weg gewählt. Marcus Gordon. Sagen Sie, Pater, was wissen Sie über Marcus Gordon? Er war einer der großartigsten Männer seiner Zeit, das genaue Gegenteil seines älteren Bruders. Mordred war ein grausiger Antichrist. Er pflegte bei Scheinprozessen Unschuldige zu foltern und zu missbrauchen. Gott sei Dank war er nicht lange an der Macht. Marcus ermutigte die Bauern, sich gegen ihn aufzulehnen. Und es gelang ihnen, ihn zu stürzen. Sie können stolz darauf sein, dass Marcus Blut durch ihre Adern fließt, mein Sohn. Beichtstuhl. Pater, darf ich etwas beichten? Natürlich. Möchten Sie das jetzt machen? Nein, ich meinte später. Glauben Sie mir, so etwas sollte man nicht hinauszögern. Ich komme später wieder, versprochen. Jetzt das seltsame Objekt. Sehen Sie sich das an, Pater. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Ich fürchte, nein. Es ist sehr alt, würde ich sagen. Ansonsten kann ich nichts darüber sagen. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Glockenturm, oh. Da waren wir ja auch bestimmt hin. Pater, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich würde mich gerne im alten Glockenturm umsehen. Aber mein Sohn, der Glockenturm ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Warum wollen Sie dorthin gehen? Das kann ich im Moment leider nicht beantworten. Aber es ist sehr wichtig, glauben Sie mir. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, aber nur dieses eine Mal. Danke. Folgen Sie mir bitte. Oha. Ich werde Sie alleine lassen. Ich muss zur Kirche zurück und anderen dienen. Natürlich, Pater. Danke. Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind, damit ich das Gitter wieder schließen kann. Jo. Natürlich. Ich muss dahinter kommen, wie William in Marcus' Grab gelang. Ich gehe nicht, ehe ich den Eingang gefunden habe. Okay. Jo. Bild. Ein Madonnenbild. Okay. Großes Tor. Das führt zum hinteren Teil des Friedhofs. Das Tor ist von der anderen Seite abgeschlossen. Okay. Es lässt sich nicht öffnen. Es hat kein Schloss.
Woher wisst ihr, dass es von der anderen Seite abgeschlossen worden ist? Fenster. Wie viele Augen mögen schon durch dieses trübe Glas geschmäht haben? Ja. Der Blick durch das Fenster bietet nur die bedrückende Aussicht auf den alten Friedhof. Oh. Bildo? Mehrere alte Bilder und das staubige Inventar liegen still im Schatten. Ich kann daran nichts Interessantes entdecken. Okay, Bilder von dir. Warte, wir wissen nicht mehr, wie das hier ist. Oder geht. Treppe benutzen. Dann nehmen wir uns die Treppe mal hoch. Die Wendeltreppe führt zum Glockenturm. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Nicht? Was will sie denn sonst hier? Oh, Öffnung. Die Form ähnelt dem des steinernen Objekts. Oh, okay. Vielleicht soll ich damit etwas machen. Ja. Vielleicht soll ich damit... Oh, okay. Vielleicht das Gerät hier drin stecken. Öffnung. Ach du Kacke. Noch ein Alter. Alter. Darüber muss William in seinem Tagebuch geschrieben haben. Ach du Kacke. Ich muss dahinter kommen, wie es funktioniert. In sein Tagebuch. Was hat er denn darüber geschrieben? Hier unten 26.04. was auch immer. Und Wormhill begraben liegt. Es ist nicht leicht zu erreichen. Was? Ach, erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen Sockel. Boah, die Schrift, sowas kann ich überhaupt nicht lesen. Die Krakelschrift. Ja, hier, das ist das auch. Das die Schwarzen, hier. Man muss die Schwarzen hier hinbringen und die Weißen hier hin. Ach, viel Spaß, Falke. Und dann muss man... So. Halalala. Man kann immer nur immer machen. So. Ein Schwarzer schon drüben. Fertig. Kappa. Nee. Ich glaube, habt ihr Zeit mitgebracht? Ich glaube, das wird sich noch lange ziehen. Okay, schon zwei Schwarze auf die Seite. Nee, ach Menno. Nee. Nee. Vielleicht muss ich das auch erstmal. Ah. So, jetzt erstmal den. Ach, ich muss alles einzeln machen. So. Jetzt ein. Nee. Ah, warte mal so. Jetzt den Schwarzen hier reinpacken erstmal. Auf Seite. Dann packe ich den noch da hin. Den Schwarzen auch erstmal hier rein. Ah, der Schwarze kann auch erstmal. Mal gucken. Aber jetzt haben wir erstmal auch hier einen Weißen drin. Dann packe ich das hier hin. Den müssen wir nochmal rausholen. Das auch. Dann den Weißen nochmal. Dann Schwarz. Den Schwarzen hier hinpacken.
das Weiße da. Ach, nur einmal springen. So. Da dahin. Ja. Nee. Man muss irgendwie... Warte mal. So. Den schwarzen kurz hier drüben parken. Jetzt machen wir das hier hin. Ach, dann warte mal so. Dann machen wir eins entschuldigen. So, das dahin. Den packe ich mal kurz hier hin. Küche hinten jetzt die Brüste noch raus. Was bringt den, wenn ich den jetzt da drüben mache? Oder wenn ich das so... warte mal, da hätte ich doch andersrum gehen können, aber... Okay, der ist erstmal ganz nach unten. Dann holen wir den hier erstmal raus. Dann das dahin. Warte mal. Nee. Das kommt dahin. Das bringst du doch. Oder? Manchmal so. So, das dahin. Der eine Schwarze. Was? Muss einen Schwarzen noch rausbekommen. Wie macht man denn das? Ich kann ja nicht überspringen. Was? Nee? Jetzt ist aber dieser Weiße hier drinne. Ach, oder wenn ich das so, ich doch so, jetzt packe ich den dahin, das packe ich hier hin, den packe ich dahin. Das so. Jetzt noch den so. Und das so. Endlich die richtige Kombination. Ja. Yay! Yeah. Ich dachte, ich brauche jetzt ein Port für eine Stunde. Kappa, nee. Was passiert jetzt? Was? Was hat sich jetzt getan? Kann man hier irgendwas noch machen?
Damit habe ich den Altar geholt. Ja. Okay. Teppich, jetzt kann man den Teppich anwählen. Okay. Dann nehmen wir so die Treppe rum. Die Luft hier lässt sich kaum atmen. Oha. Das ist schon wieder das Komische. Es ist die gleiche wie oben. Es ist die gleiche wie oben. Müssen wir da jetzt das Teil holen. Und da unten reinpappen. Ja, der nimmt das jetzt mit. Jo. Aber leider war schon wieder die Folge für heute. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, um rauszukriegen, was da unten jetzt abgeht. Wiedersehen.